Hallihallo Freunde, willkommen zu Let's Play League of Legends. Ja, heute werden wir uns einem Replay widmen, was vor nicht einmal ein paar Stunden entstanden ist. Ihr seht, ich spiele Alistar und ich werde mich jetzt allerdings im Spectator-Modus befinden, so dass ich das ganze Spielfeld sozusagen mitkommentieren kann. Und ich werde einfach mal hier dieser automatischen Kamera die Führung überlassen. Und lasst uns das Spiel angucken. Okay, ich habe gleich zu Anfang, hier, ihr seht es, ein Clairvoyance in die Base gehauen. So, ich bin hier, wir können ja auch erstmal die Teams analysieren. Ich werde ganz normal und nichts Ungewöhnliches mit Ashe, unserem AD-Carry, auf die Botlane gehen. Ich, wie gewohnt, als Supporter. Diana wird Top gehen und Jax wird Jungle und Brand in die Mitte. So, ja, hier sieht es ganz danach aus, als ob, Warte, der Amumu jungeln wird, Graves den AD-Carry macht und Jarvan den Supporter. Sion geht dann wahrscheinlich in die Mitte und Yi auf die Top-Lane. Nee, umgekehrt. Oh, ich hätte einfach nur auf die Karte gucken müssen. Das wäre jetzt ein bisschen dumm von mir. Egal. Hier wie gewohnt, alle... 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Vasallen. Wie gewohnt, jeder startet beim Blue Buff. Wir machen natürlich hier vorher nochmal mit Jax, können wir das ruhig locker machen, die Geisteswölfe. Mit Jax ist einer der wenigen Jungler, die nach dem Vampir-Zepter Nerf noch mit dem Vampir-Zepter junglen können. Sion kann das auch. Allerdings gibt es gar nicht mehr so viele Jungler, die das schaffen können. Xin Zhao kann das noch. Allerdings mit Tryndamere mehr und Master Yi klappt es, glaube ich, nicht mehr. Bei Master Yi bin ich mir nicht ganz sicher, aber bei Master Yi kommt es auch darauf an, ob man den Heal skillt oder nicht. So, was wollte ich noch sagen? Keine Ahnung, also hier das übliche Standardgeplänkel. Wir machen die Wölfe. Ich passe darauf auf, dass niemand seinen Red Buff macht. Ash hat keine Lust, hier dieses Gebüsch zu überprüfen, aber egal, die ist ja nichts passiert. Insofern, wir hätten da eigentlich relativ einfach Counter-Jungeln können, weil hier, ihr seht, diese Seite des Jungles ist komplett unbewacht. Also wir hätten locker den Red Buff klauen können. Allerdings, das wussten wir ja zu dem Zeitpunkt nicht und sowieso Ash und ich waren da unten, also hätten wir uns da auch im Jungle fangen lassen können. Okay, zu meinem Anfang, was ich mir als Supporter eigentlich standardmäßig immer kaufe. Ich kaufe mir ein Feen-Amulett, zwei Wards, einen Vision Ward, um zu Counter warden und eine Health Potion oder eine Mana Potion. Ja, sieht relativ voll aus zum Anfang, dabei sind es halt keine dramatischen Items. Hier, ihr seht, ich spiele League of Legends eigentlich noch auf Deutsch, obwohl ich hatte das mal eine Zeit lang auf Englisch, aber ach, für dieses Replay ist es auch nicht schlimm wenn es auf Deutsch ist. Ich sag sowieso, ich nenne jedes Item eigentlich beim englischen Namen. Okay. Hier übrigens, was ich noch dazu sagen muss, wir waren hier ein 5er Premade-Team. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich Diana oder Flo sagen soll, zumindest Flo gibt hier dem Sion schon mal ordentlich was auf die Nase. Ich weiß nicht, ich glaube, der Amumu wird in absehbarer Zeit mal oben ganken kommen. Wie viele Health Potions hat er noch? Gar keine mehr. Welche Jungle Rote hat denn der dann eingelegt? Hat er die falschen Runen? Aber normalerweise habe ich als Amumu, wenn ich bei den Golems bin, noch nicht alle meine Health Potions verbraucht. Oder er hat sich vielleicht verskillt. Ich weiß es nicht. Warte mal, was hat er denn schon geskillt? Gucken wir mal drauf. Wir können ja mal ein bisschen den Amumu gucken. Er hat komischerweise seine Bandage schon geskillt. Die skill ich eigentlich erst ab Level 4, wenn ich ganken komme. Und dafür skill ich als Amumu dann immer vorher nochmal. Wir gucken mal, was hier oben jetzt passiert. Die Bandage... Oh yeah. Doppelstun. Auch da. Und das könnte das First Blood werden. Nee. Da hat man für den Anfang noch zu hohe Cooldowns. Was hat er geskillt? Er hat... Okay, sein Schild noch gar nicht geskillt. Okay, das sieht dann doch sehr nach einem Adesion aus, wenn er seine rote Axt schon auf Level 2 gebracht hat. Bei uns, hier unten, ganz normal, das große Farm. Wir pushen, allerdings habe ich gewardet, also so viel kann nicht passieren. Allerdings, was ein bisschen... Ich konnte, habe noch nicht den Tribush gewardet. Das war mir den zweiten Ward noch nicht wert. Also, wenn der Amu clever gewesen wäre, hätte er hier hinten auch durchgehen können. Hier, Jackson geben, hier eine typische sichere Jungle-Route. Den Crew skill ich auch erst, wenn ich ganken gehe, also ab Level 4. Also entweder mache ich irgendwelche Early-Ganks und dann skill ich den Crew schon etwas früher. Allerdings, wenn ich erstmal auf Sustainvolles Jungle gehe, dann halt erstmal
W und Ewei Jacks halt skillen. Bei Amumu genauso, den Q erst zum Ganken skillen. Allerdings hat er den schon etwas früher auf Level 3 geskillt. Was ihm halt beim Jungeln an sich nicht wirklich viel bringt, weil das Ding A, nicht ganz so, keinen konstanten Schaden reinhaut und halt doch einen ziemlich hohen Cooldown hat. Ja, ich hier wieder dabei alles zu stunnen. Ash reagiert ein bisschen spät, allerdings, ja, wir sind Alistar, wir können uns hochheilen. Alistar ist meiner Meinung nach sowieso der stärkste Supporter, den es in ganz League of Legends gibt. A, weil er einfach super viel Crowd Control hat. Er kann, und zudem, wenn man das mit anderen Supportern vergleicht, die auch viel Crowd Control haben, zum Beispiel so wie Leona oder wer hat noch viel Crowd Control? Jenna, obwohl Jenna hat zwar einen Heal, aber er hat dann doch ein im Verhältnis zu seiner Crowd Control noch einen Heal und das macht ihn halt zu einem sehr starken Supporter. Und das Beste ist halt einfach, ich ja, erstens gut. So was passiert, wenn man nicht wardet. So, da haben wir jetzt einen Gank von unserer Seite, allerdings kommt der Stun da leider nicht ganz durch und doch jetzt ein Stun von wenn da jetzt noch ein Ignite irgendwo herkommt. Ah, oh doch, doch. Schön, schön, schön. Auch wenn es eine knappe Kiste war. Was wollte ich nochmal sagen? Seine Ulti macht ihn halt zu einem ultimativ guten Tank, Alistar. Deswegen ist Alistar auch eigentlich einer meiner Lieblingssupporter und meiner Meinung nach auch einer der stärksten Supporter im Spiel. Es ist halt, also er gibt halt leider keine Auren. Also vergleichsweise wie zum Beispiel Janna, die eine Movement Speed Aura hat, Zilean, der Erfahrung geben kann, oder Taric einfach unmenschlich viel Rüstung geben kann. Das ist halt so ein kleiner Nachteil von ihm, aber es stört einen dann auch nicht weiter bei dem Rest, was er kann. Gut, Brand zieht sich jetzt zurück. Wie steht's aus? Wir können ja mal ein bisschen farmtechnisch vergleichen. Also auf der Botlane steht es 29 zu 16. Also unser Age führt doch schon mit den Last Hits. Auf der Toplane, wie sieht's denn bei Flo aus? 28 zu 33. Okay, das lässt sich noch. Ist noch nichts so wirklich Dramatisches. Ja klar, die Supporter, logisch, 0 zu 3. Das ist halt klar. Zwei Dorans Ringe, da könnte ich hier vielleicht auch noch was zu sagen von den Dorans Items, was ich davon halte. Ach, das ist jetzt aber auch nicht wirklich spielrelevant. Lass uns lieber aufs Spiel kommentieren, aufs Spiel konzentrieren, als dass ich jetzt hier irgendwelche allgemeinen Sachen bespreche. Oh, da bin ich allerdings auch mutig und muss mich da auch wegflashen. Was passiert? Hier passiert gerade die Action. Der Yi, der heilt sich da gerade hoch. Ah, hier. Da ist es wieder zu einem Kill gekommen. Und der Amumu wird da, doch, er flasht sich und kommt doch noch weg. Okay, da konnte er ihm zum Glück, konnte er dem Team zum Glück noch, ist er mutig und jungelt weiter oder was macht er, Oh, er setzt sogar noch zu, nee, er will doch nicht ganken. Ja, das wäre doch ein bisschen zu riskant gewesen, da jetzt nochmal reinzugehen. Nee, ich dachte, da wollte jetzt jemand an meine Tür, aber da, dem war wohl nicht so. Okay, Mid und Top und Jungle versammeln sich in dem Gebüsch. Passiert da noch was? Anscheinend. Also die Kamera wird ja automatisch umschwenken. Also ich muss da eigentlich kann gleich die Finger von meiner Maus lassen. So. Fleißig am Last hitten. Oh ja, den Last hit noch gekriegt. Sehr, sehr schön. War ich eigentlich schon am Konter warden, aber nee, der Jarvan hat soweit ich weiß sowieso keine Wards gekauft. Insofern ist der Vision Ward so. Oh, da habe ich einmal meine WQ-Kombo verhauen. Aber ich glaube, ich hatte sowieso keinen Mana mehr. Aber ich glaube, ich hätte auch nicht genügend Schaden gemacht. Aber dafür hier macht mein Team jetzt hier. Habt ihr das gesehen, wie der Eisfall die, den Amumu noch weggesniped hat? Das war. Und ich krieg da. Wie viele Assists kriege ich noch? Ich stehe jetzt auf 2 Assists. Aber allgemein war das doch, ist dieser Teamfight doch eindeutig 0 zu 3 für uns ausgegangen. Und wir machen jetzt hier, was vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, schon bei 8 Minuten den Drachen. Drei Leute sind tot, also man könnte. Und der Jungler ist, ja, der war bis eben auch tot. Also ja, und Flo, der hat das auch nicht überlebt. Allerdings trotzdem, wie viel bringt Drache nochmal? Ich glaube 190 oder habe ich das jetzt falsch im Kopf? Also jedenfalls nochmal so viel Gold. Ja, 190 habe ich richtig im Kopf gehabt. Und 215 halt für denjenigen, der den Last Hit macht. So, das hat sich also im Endeffekt doch für uns gelohnt. Und goldtechnisch liegen wir auch eindeutig schon sehr, sehr weit vorne. Fast, ja, 2000 Gold liegen wir vorne. Gut, habe ich schon mein zweites... Nein, ich habe da noch kein einziges Mal zurück. Aber ich müsste... Ja, jetzt war ich zurück. Jetzt habe ich mir auch mein Philosopher's Stone und erstmal die Schuhe geholt. Auf Alistar hole ich mir auch relativ früh Schuhe. Ja, weil... Halt, um schnell hinterherzukommen, um die Gegner gut, möglichst gut Crowd zu controllen.
Wogegen hier der Jarvan noch gar keine Schuhe hat. Und er ist sogar der Einzige, der hat noch... Hier, guck mal, sein ganzes Team hat schon Zweier-Boots und er hat noch nicht mal Einer-Boots. Ja, die gehen alle relativ früh schon auf ihre zweiten Schuhe. Also zu dem Zeitpunkt habe ich immer noch meine Einer-Boots, wenn ich jetzt irgendwie was anderes spiele. Zack. Zack, zack, hier fleißig am Last hin. So, oh, 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 beide haben hier ihre Schilde. Okay, was wollte ich nochmal sagen? Ich weiß es nicht. Oh, 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 da, das ist jetzt spannend. Oh, Brand haut da seine Ulti rein, allerdings... Ja, jetzt hier, das ist eine lustige Aktion. Der Brand geht schon weg. Ich gehe nochmal mit meiner Ulti rein und versuche das hier möglichst der Ash möglichst leicht zu machen. Und hätte der Brand noch mitgeholfen, hätte er sogar noch einen Assist... Oh, er hat sogar einen Assist für irgendwas gekriegt. Ach ja, da war wahrscheinlich noch wegen der wegen dem Schaden. Allerdings, was ich noch dazu sagen muss, Alistar ist wirklich mit Abstand. Oh, ich glaube, da würde mir kein erfahrener LOL-Profi widersprechen. Der beste Tower-Diver in ganz LOL. Oh, 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 das... Allerdings, der Mumu wird noch mit in den Tod gerissen. Insofern, alles halb so schlimm. Alistar ist halt dementsprechend so ein guter Tower-Diver, A, weil er viel Crowd-Control hat und einen, wie heißt es, einen, Movements, Gap-Closer nennt man das ja. Und wir reißen hier unten erstmal schön den Turm ein. Er hat einen Gap-Closer, das macht ihn gut zum Tower-Diven. Und er hat sein Ulti, mit seiner Ulti-Kanal halt so ultimativ gut den Tower tanken. Ja, und wir holen uns hier locker den Jarvan weg. Gut, und ich stehe mittlerweile 004 mit zwei Last Hits, aber das ist jetzt nicht relevant. Ich müsste mir jetzt eigentlich auch demnächst mal mein Heart of Gold wahrscheinlich kaufen können. Denke ich mal. Bisher hat mir das 61 Gold gegeben. Warte mal, wie viel... Ja, okay, er hatte seinen Steiner Weisen schon ein bisschen früher, also vielleicht hat er da einen minimalen Goldvorteil. Allerdings habe ich doch deutlich mehr Assist, also werde ich doch insgesamt mehr Gold haben. Okay, was passiert hier? Der Großteil des Teams versammelt sich in der Mitte. Wir haben ja jetzt ja unsere Aufgabe erfüllt und haben den als erstes unseren Tower eingerissen. Allerdings war die Botlane auch nicht wirklich gut. Ich könnte nochmal nachgucken, wie viel Last Hits hat der Graves? 48. 48 bei 11 Minuten ist es leicht, er hinkt leicht zurück, und wogegen unsere Elf mit 55 auch eine minimal zurückhängt. Also man sagt ja immer so, ab 10 Minuten 50 Creeps sollte man haben. Dann ist man so gerade mal noch so drin. Und ab 20 Minuten 100 Creeps. Und ab 20 Minuten konzentriere ich mich sowieso nicht mehr so wirklich aufs Farmen. Da ist ja sozusagen, ab 20 Minuten sind meistens schon irgendwelche Tower eingerissen. Da beginnt dann ja praktisch schon das Midgame. Also, wenn man das Ganze schon so einstufen will. Ups, und da... Ja, da beginnt hier Teamfight-Action und... Bam, ich wollte nochmal rausgehen, allerdings... Der Flash war sogar ein bisschen unnötig von mir. Und hier ging wieder eindeutig für uns raus. 2 gegen 0. Also keiner von uns ist gestorben. Wir haben aber auch... Wir haben... 4 Stunts. Also insofern Crowd-Control-mäßig haben wir hier doch schon recht guten... Obwohl die Gegner sind auch nicht ganz ohne mit Amumu und... wie heißt es? Sion. Also von der Crowd-Control her. Also das sind doch recht gute Teams, muss ich sagen. Obwohl Jarvan als Support doch recht ungewöhnlich ist, muss ich sagen. Also gut, die Yi prügelt sich hier fleißig im Amumus Jungle rum. Also, das ist nicht wirklich nett von dir, Yi. Also, da... Okay, man könnte mal gucken, wie viel... ist unser Tower hier unten überhaupt schon angekratzt? Da wollte ich mal nachgucken. Nee, er hat noch kein einziges, oder? Doch. Oh, 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 oh. Bisschen Leben hat er verloren. Und der Tower ist... noch gar nicht angekratzt. Cool. Und der ist schon ein bisschen angekratzt. Aber ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das im Spectator-Modus überhaupt richtig angezeigt wird. Ich bin hier wieder fleißig am Warden. Das ist halt die Aufgabe des Supporters. Oh, da war auch ein Ward. Den habe ich gar nicht gesehen. Na, hätte ich gar nicht sehen können. Also zu dem Zeitpunkt kaufe ich mir eigentlich auch noch kein Oracles. Obwohl ich es hätte machen können. Weil bisher, seht, ich bin noch kein einziges Mal gestorben. Oh, 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 das ist jetzt langweilig, wenn ich hier... Mal sehen, geht die Kamera wieder automatisch auf oder muss ich jetzt manuell? Ich mach manuell, mal sehen. Was passiert dir denn Spannendes? Gucken wir mal einmal auf den Sion drauf, dann müsste die Kamera auch wieder automatisch umschwenken. Also ich finde diesen Spectator-Modus eigentlich sehr, sehr cool. Oh, 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 da hat die Ash mal wieder ganz alleine den Jarvan weggeholt. Wahrscheinlich mit Eispfeil drauf und dann alles, was man hat.
Okay, unsere Ash hat die schon. Ja, sie hat schon ihre KDU, also. KDU ist ja sozusagen das Kernitem eines jeden AD-Carries, muss man sagen. Denke ich. Also ich kenne eigentlich, gibt es kaum AD-Carries, die ohne KDU spielen sollten. Obwohl Kog'Maw wäre vielleicht einer, weil Kog'Maw kann man sowieso auf AP Attack Speed oder Attack Speed mit On-Hit-Effekten spielen. Also Items wie Matrix, Bloodraiser oder Wits End oder wie heißt es, Melody. Aber ich habe sowieso allgemein. Obwohl Kog'Maw finde ich sowieso ist ein verdammt krasser Champion, weil er mehr mit sein, weil er halt so übertrieben viel prozentualen Schaden reinhängt. Warwick spiele ich zum Beispiel auch auf Attack Speed mit On-Hit-Effekten. Weil er ja sowieso halt von wegen seinem Passiv noch und vor allem wegen seiner Ulti. Vielleicht lade ich auch mal ein Warwick-Video hoch. Weil mein Kumpel Björn hat mir mal ein ziemlich coolen Item-Bild mit Warwick gezeigt. Er hat den What the Fuck Boom Tod Warwick genannt. Ich weiß nicht, ob er den selber erfunden hat. Ich weiß gar nicht, vielleicht guckt Björn ja sogar dieses Let's Play. Wer weiß, wer weiß. Zumindest funktioniert dieser Bild sehr, sehr gut und gut. Es steht 12-3. Also eindeutig, wir liegen doch sehr, sehr, sehr weit in Führung. Tower-technisch, Gold-technisch, Kill-technisch. Ja. Habe ich schon mein Heart of Gold? Ja, ich habe mein Heart of Gold. Gut. Und ich hab auch schon fleißig gewardet. Obwohl, die gegnerische Jarwin ist ja auch am Warden. Oh, und da hier, da. Auch wenn mein Team da nicht ganz reagiert hat und der Brand sein Fireball daneben geschubst hat, da habe ich versucht, den Jarvan rauszupullen. Ihr habt es gesehen allerdings. Ja, das kann man auch mit Alistar gut reinmachen. Reinflashen, irgendwas reinpullen und jetzt gehe ich da auch rein und... Ja, wird am tanken. Eigentlich wollte ich da Tower tanken, allerdings macht Diana das jetzt. Ja, und ihr seht, hier sind einfach ziemlich... Ah, hier, was ihr seht, das war ein AP hier und ihr habt gesehen, wir haben die ganze Zeit auf ihn draufgeprügelt und er ist einfach nicht gestorben, weil er sich die ganze Zeit hochgeheilt hat. Das Problem war halt einfach, dass alle meine Spells, die das hätten unterbrechen können, auf Cooldown war. Also hätten wir da eigentlich nicht auf den Yi draufgehen müssen. Allerdings war das halt so verlockend, weil er so viel Leben hatte. Allerdings, ihr kennt, also AP Yi könnte ich vielleicht auch mal was zu sagen. Yi heilt sich ja, wenn man ihn auf, ja, allgemein, wenn man heilt sich mit seiner Heilung, also sein E-Spell war das, meine ich, um das Vierfache seines gesamten APs. Also wenn so ein AP Yi mal auf, im Late Game auf 400 AP kommt, würde er sich um 1600 Leben damit mit seiner Ulti heilen. Plus erstmal nur durch sein AP und dann kommt ja nochmal die Grundheilung dazu, die da halt auch nochmal. Also es ist wirklich krass, was wie stark man sich mit AP und AP hier hochheilen kann. Und man muss bedenken, er kriegt während seines Heilens nochmal Bonus Magieresistenz und Rüstung dazu. Also es ist fast wie ein Sonjas Hourglass. Bloß mit dem kleinen Unterschied, dass man die Heilung halt mit crowd-controllenden Effekten unterbrechen kann. Das ist halt ein kleiner Nachteil. Aber ansonsten kriegst du je in seinem AP je mit seiner Heilung nicht mehr kaputt, während er sich heilt. Außer du hast vielleicht Ignite. Und viel Ammo Penetration, dann vielleicht noch. Aber Yi ist allgemein auch ein recht cooler Champion, obwohl ich ihn eigentlich relativ selten spiele. Martin hat mal ein Master Yi Jungle Let's Play gemacht, also. Guckt mal, Martin macht allgemein ziemlich interessante League of Legends Let's Plays. Der ist auch ein bisschen erfahrener als ich. Also insofern guckt mal bei ihm vorbei, wenn euch meine League of Legends Let's Plays nicht gefallen. Und der Brand haut wieder seine Ulti rein, anstatt sie sich für den Teamfight aufzusparen. Man kann sie halt auch zum Harassen benutzen. Allerdings sind die Gegner dann halt etwas mobiler und können halt so auseinanderrennen, dass die Ulti nicht ganz so viel Schaden macht. Also deswegen spare ich mir die, wenn ich mal Brand spiele, eigentlich auch immer halt für den Teamfight auf. Und nicht zum Harrison. Oh, da komme ich auch von der Seite. Und gehen die Gegner auf mich drauf? Ja, schön blöd. Alles auf den Alistar. Und ich glaube... Ja, ich überlebe das locker. Ich bin auch nochmal. Oder? Was passiert? Oh, ganz knapp. Ich habe noch einen Ignite drauf. Und doch, da heile ich mich noch. Und ich habe überlebt. Yeah. Und wir haben ein 5-0. Alle haben überlebt. Haben sie geaced. So muss ein... Da sieht man doch mal ein... Wer hier... Ihr habt gesehen, die Gegner haben komplett falsch engaged. Sie sind auch nicht draufgegangen. Und dann ist mein Team halt aus dem Busch gekommen und haben sie geaced. Tja.
Alistar ist halt ein richtig, richtig krasser Tank. Okay, und ich fange jetzt auch langsam damit an, mir hier mein Ägide der Legion zu kaufen. Zu den Schuhen, was ich mir als Alistar oder allgemein mit vielen Supportern kaufe, sind, außer mit Jenna, Jenna hat sowieso allgemein verdammt viel Movement Speed, sind die Fünfer-Boots. Einfach, damit man schneller rumrennen kann und schneller und besser warden kann. Das ist halt der Vorteil an diesen Schuhen. Und man kriegt, wenn man vorher nicht angegriffen ist, auch manchmal oft die besseren Engagements hin. Also deswegen liebe ich diese Schuhe, deswegen kaufe ich sie eigentlich fast immer mit Alistar. Okay, was zu meinem Itembild vielleicht zu Alistar? Ich habe eigentlich, ist eigentlich fast wie mit jedem Supporter gleich. Also an Aegis of Allegiance, dann Shurelia's Reverie und dann halt je nachdem, was das Team halt braucht, auch für viele AP. Oh, da kaufen sie aber auch viele die Dreier-Boots, sehe ich gerade. Oho, oho. Trollt der Sion gerade rum und hat all seine Items verkauft? Ja, Amumu und Sion trollen rum. Das ist mir... Ja, jetzt machen sie hier auf einen ultimativen Movement-Speed. Die haben keinen Bock mehr. Das sehe ich auch mal. Das ist mir damals... Ist mir gestern Abend gar nicht aufgefallen, dass die rumtrollen. Aber hier, für alle, die es wissen wollen. Der ultimative Movement-Speed-Bild besteht aus 5er Boots und 4mal Phantom-Tänzer. Yeah, das habe ich einfach mal irgendwann aus Spaß mit Varus gemacht. Das war auch ziemlich episch, wo ich da irgendwie mit 800 Movement Speed durch die Karte gelaufen bin. Da habe ich wieder meine WQ-Kombo daneben gehauen. Alle wissen, was die WQ-Kombo ist. W ist ja mein Gap-Klauser, also mein Headbang. Irgendwas, keine Ahnung. Headbang wäre was anderes. Und da haben wir das Spiel auch schon gewonnen. Noch ganz kurz, was es ist. Mit meinem Gap-Klauser an die Gegner ran und dann gleich den, nur so, dass der Gegner nicht zurückgestoßen wird, sondern... gleich mit dem Q, also in unserem Knock-Up, unserem AOE-Knock-Up nach oben schlagen. Das ist die WQ-Kombo mit Alistar. Da kann man halt viele Gegner mit aufhalten. Okay, genau bei 20 Minuten surrendered. War ein recht einfaches Spiel. Und deswegen vielleicht auch für den Anfang, also ich habe ja noch nicht so oft League of Legends kommentiert, vielleicht ein ganz gutes Replay, um da wieder ein bisschen reinzukommen. Ich habe mir ja vorgenommen, ein bisschen mehr League of Legends zu kommentieren und vielleicht auch live zu kommentieren. Also wenn das mein Internet zulässt, dass es dann nicht... anfängt blöd rumzuhängen. Ja. Also gut, das soll's fürs Erste gewesen sein. Ich sag einfach mal bis zum nächsten Mal. Euer Jonas. Tschüss.